Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zu einem weiteren Transmog-Wettbewerb. Diesmal auch wieder mit Fuxi. Er ist aber gerade noch am Essen. Hallo Fuxi. Stimmt gar nicht. Hallo Muni. Okay, hallo, hallo. Wir sind wieder direkt hier aus dem 24-Stunden-Stream. Und wir haben dieses Mal ein Thema, das der Chat vorgeschlagen hat. Darüber freue ich mich besonders, weil Ideen, die vom Chat kommen, sind nie schlecht. Nie. Das Thema lautet Superhelden. Oder auch super Schurken, je nachdem. Es kann was Eigenes sein, aber die meisten Leute haben inzwischen, denke ich, doch was genommen aus TV, Comics, Serien, was auch immer. Ich werde mich jetzt selber mal drehen und bestimmen, wo wir anfangen, weil ich will das nämlich auch mal machen. Geradeaus laufen. Ich laufe zu auf... Nightina. Inkarnation der Rache. Seid gegrüßt, mein Name ist Moonboon. Galzahn, Knirscher, Picker der dritten Runde und größtes Übling ganz Azeroth. Da ist noch jemand pisst wegen Mount of. Okay, was haben wir? Wir haben den kopflosen Reiter. Den Kopf vom kopflosen Reiter haben wir. Ja. Und ein Ding, ein Dreizack. Ist Aquaman? Nee. Ist Aquaman? Das ist doch kein Aquaman. Du bist doch Dreizack, du bist doch Aquaman. Oder vielleicht ist auch Poseidon. Poseidon, ganz klar. Nein, das ist Hades, wo Poseidon seinen Stab gehabt hat. Alter, das könnte halt echt Hades sein oder sowas, ne? Das ist nicht Deadpool. Bei Ben ist alles Deadpool. Ich würde auch eher so in die Richtung tippen. Magst du auflösen? Oder ist es einfach random? Ist dein Transmog random reingesteppt oder hast du eine Vorlage? Aber das ist schon wirklich viel, ne? Hades! Sag ich doch, Fuxi. Nicht schlecht, Alter. Es gibt schon mal sick. Okay, nee, es gefällt mir aber auch. Ich finde, es passt irgendwie, ne? Ja. Also wirklich ein guter Anfang. Ein guter Anfang. Herzlichen Glückwunsch. I like this. Dann haben wir Nachtschrecken Chaos. Guck, er ist hier. Er ist wieder als Hexi unterwegs, auf jeden Fall. Er verbeugt sich. Das könnte halt das sein. Ja. Man braucht halt echt viel Fantasie, gell? Ich finde, er wird... Nee. Ich hätte jetzt hier gerade an die Nazgul gedacht, aber irgendwie auch nicht. Die brauchst du auch. Oh mein Gott. Bist du ein Sith Lord? Sith Lord? Bist du ein Sith Lord? Was, Skeletor könnte natürlich auch sein, der stimmt. Skeletor? Wie heißen die Pets? Brillante Spore. Nee, das gibt uns keinen Hinweis. Nachtschrecken. Er könnte auch Slenderman sein. Nee. Slenderman! Das ist Joker? Nee. Joker, aber Mathe Lehrerin, what the fuck? Zu viel Hand für Skeletor. Ja, stimmt. Also, okay, was muss ich auflösen? Oder ist eine eigene Inspiration? Mit dem Dolch da noch? Ich weiß nicht genau. Es könnte auch Super Saiyajin 4 Son Goku sein. So, also, das ist so ein Quatsch. Niemals kann er das sein. Das ist nix. Hat's keine Vorlage, Chaos? Sprich mit uns. Ein unbekannter Superheld. Oh, wow. Er macht jetzt einfach auf den unbekannten Superhelden oder möchte er uns einfach nur sagen, dass der Superheld eher unbekannt ist? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Also Chaos, sind wir fertig? Ich find's schön, by the way. Ich find's ein schönes Set und es passt gut als Hexi und so. Also auf jeden Fall. Als Skeletor. Als, ja. Ich entferne mich mal langsam hin.
Ja, muss mir noch was dazu überlegen. Ja, geil. Okay, alles gleich im Pärchen. Meisterjägerin Haruna. Oh, das weiß ich! Ich weiß New York, auch. Der blinde Bengel. Wie heißt er nochmal? Der aussieht wie Taliesin Evitel, der Mann. Hell's Kitchen. Daredevil, genau. Genau, Daredevil. Das ist Daredevil. Ja. Holy shit, ist das gut. Also würde es ich sagen, aber viele sagen auch Catwoman, aber ich finde auch, dass er wie Daredevil aussieht. Catwoman, das ist Daredevil auf jeden Fall, der ist rot. Das ist genau dasselbe eklige Rot, wie Daredevil auch anhat und die Maske. Bei Ben ist sowieso wieder, ne, der gute... Wie heißt der jetzt? Sei super halt. Nice, Genie zählt mit. Cool, hab jetzt Alkoholverbot, ich habe noch nicht mal Alkohol getrunken. Das ist nein. Ich finde ihn auch cool. Ich finde nur sein Outfit nicht schön. Finde ich aber Legit jetzt schon wieder schöner als manche Transmogs. Also wo man heute vorhin beim Transmog. Ja, das stimmt. Ja. Das ist schön, Haruna. Gute Arbeit. Also, ja. Aber ist es denn auch Daredevil? Ist jetzt safe? Es ist Daredevil, natürlich. Okay. Wir sagen einfach, es ist so. Genie zählt mit übrigens. Nachtrecken, auch Jenny. Ist das? Also er hat einen Taucher dabei. Ah ne, da steht er einfach nur so hinten dran. Es ist halt legit Batman. Der will auf Tauchgang bei ihr gehen. Die Jenny. Es ist halt einfach Batman. Jenny ist eine Batman. Guck dir doch den goldenen Gürtel an, da hängen immer seine Fledermaus-Wurfsterne dran und dann so. Dann ist es Batman. Ich bin Batman. Oder ist es Catwoman? Nee, Catwoman nicht. Nee, Catwoman hat keine Maske auf. Sie ist Batman. Doch, also eine Maske, aber nicht so ein Helm. Aber ich würde auch sagen Batman. Jenny, das ist gut. Das ist ein guter Batman. I like Warum? This. Auch der schwarze Umhang. Ist schön. Alter, ist das geil. Chat, das war eine gute Idee mit den Superhelden. Wieso hast du eine Maske auf? Warum nicht der Stroh? Dann haben wir Hutalion, Retter von Azeroth. Er ist halt sowas von Thor, ja. Bin ich. Da war ich jetzt schneller. Es geht nicht darum, wer schneller ist, oder? Das ist selbstverständlich. Genie zählt mit. Der Challenge. Toll. Das war ja klar, dass es Thor ist, Mann. Ja. Alter, der ist... Sieht nice aus. Echt geil. Nee, also ein nicer Thor. Der ist wirklich perfekt, ja. Auch im Umhang, ja. Voll. Ja, geil. Nice, Alter. Okay. Dann haben wir Nyena Huhu, der Todeszerstörer. Oh, man sieht so ein bisschen. Oh, okay. Na, hier, Wonder Woman. Wonder Woman. Ja, Wonder Woman. Ja. Wonder Woman. Supergirl. Nee, Supergirl hat kein Schild dabei. Das ist Wonder Woman, ja. Ja, das ist auch echt gut, Natalie. Das hast du wirklich gut gemacht. Schade, dass es keine Peitsche gibt in WoW. Na, die hat doch ihre Leuchtpeitsche. Ultra sick. Vor allem auch das Schild, ja. Richtig nice. Gut. Nachtherrin Jaina. Nee, Jana. Bitte abmounten. Aber mal, der Tiger, das hat schon bestimmt was zu sagen. Ist das eine dunkle Version von Deadpool? Nee. Ah, da würde ich jetzt auf Xena gehen. Würde ich auf Xena gehen? Mhm. Ja, Xena könnte sein. Aber ich habe gleich bloß ein Schwert gehabt. Ich habe auch erst beim Säbler habe ich auch erst an He-Man gedacht, aber es ist nicht He-Man. Catwoman? Black Widow? Hat Catwoman solche Schwerter? Catwoman hat halt zwei solche. Nee, Catwoman hat auch eine Peitsche, oder? Mhm. Warum haben alle Frauenhelden Peitschen? Das ist irgendwie unheimlich. Also, Jana, bitte löse es auf. Also sie hat auch eine Katze dabei. Guck mal, Panda-Junges. Vielleicht ist doch Catwoman. Das kann schon gut sein, dass ihr Catwoman machen wollt, ja. Hier war eine Peitsche. Black Widow irgendwie, okay. Wer ist denn Black Widow, Muni? Na, von Avengers. Weißt du? Natalia oder wie sie heißt. Ich weiß den Nachnamen nicht mehr. Okay, das Spiel von Scarlett Johansson. Die sexy Leder-Tussi aus Avengers. Vielleicht rote Haare fehlen. Ja, das wäre was gewesen. Ich bin Hero Panda und stehe für die Gerechtigkeit Pandas. Also ein Panda quasi ohne wirkliche Bedeutung. Na, Hero Panda. Ich finde, das sieht schon aus wie ein Superheld. Das ist eine eindeutige Superheldenmaske. Das stimmt, ja.
Hero Panda, der Held Pandarias. Richtig nice. Also übrigens auch, Jana, gefällt mir auch sehr gut. Auch wenn wir jetzt nicht drauf gekommen sind, aber es ist ein nices Mock. Sieht aus wie der Kuhn aus South Park. Du bist der Kuhn aus South Park. Ja, natürlich. Das wird auch passen. Okay, cool. Dann Friedensbewahrerin Codera Baseline. Oh, mit Dingern. Oh, das ist Catwoman. Hätte ich jetzt mal. Aber ist das ist halt ja weiß, ne? Ah, das ist viel. Das ist voll das schöne Mock einfach mal. Wolverine? Eine weibliche Wolverine? Das könnte natürlich auch sein. Ja, Assassin's Creed hätte ich jetzt auch eher gedacht. Boah, ne? Das könnte natürlich auch. Boah, das wäre sick. Da bin ich als allererstes habe ich an Assassin's Creed gedacht. Sprich, Codera. Sprich. Wolverines Frau. Ja, Assassin's Creed. Mhm. Nice. Aber schick. Aber wirklich gut, ey. Ja. Hey Leute, ihr habt brutal die geilen Mocks bisher. Also wirklich gute Arbeit. Richtig nice, ey. Edward mit den Scherenhänden. Skialda, die verrückte Katzenlady. Ah, das ist eindeutig. Hä? Was findest du, wer das ist? Na, das ist Dingsbums. Wie heißt sie? Die kommt jetzt auch dem nächsten Film raus. Fuck, Miss Marvel, oder? Ich kenne jetzt gerade eher Wonder Woman wieder. Aber mit sowas, Miss Marvel, oder? Da müsste man noch ein. Hat die nicht auch ein Schild? Oder diese. Ja, die, wo halt diese Dinger hat, diese Stars and Stripes, ne? Ja, genau. Ja, okay, dann ist es die, ja. Dann ja. Captain dann Marvel. Sind wir trotzdem bei der richtig. Ja, Wonder Woman, Superwoman. Heißt die Superwoman? Boah, ich weiß gar nicht. Superwoman noch nicht, oder? Auf jeden Fall ist ihr Höschen hinten äußerst knapp. Also ich habe in WoW noch nie so ein knappes Höschen gesehen wie das. Wonder Woman ist das. Also, bitte auflösen. Wonder Woman soll das sein, okay. Ich kenne Wonder Woman nicht so gut. Ich kenne nur die neue Verfilmung von Wonder Woman. Deshalb kann schon sein, dass du es gut getroffen hast und ich weiß es einfach nur nicht. Ich kenne hier Nathalies Wonder Woman. Aber ja, nee, es kommt hin. Was hat sie gesagt? Zuckt mir den Achseln, wer weiß. Okay. Dann Braumeister Riptex. Was ist er? Soll das auch ein Tor sein? Nee, das glaube ich nicht. Weil dann hätte er einen Hammer an. Soll es ein Asterix sein? Boah, das ja, mit Sicherheit. Ja, ich hab's gewusst! Wie geil! Ich hab's gewusst! Geil, Mann! Voll erkannt! Voll erkannt! Da wäre jetzt überhaupt nicht draufkommen. Never. Doch, der Helm. Der Helm ist genau. Der Helm ist Omega Asterix, Mann. Richtig gut. Ich hab diese rote Hose so verwirrt. Aber ja, nee, Asterix hat eine rote Hose, ein schwarzes T-Shirt, ne? Und so ein komisches Ding. Ja. Ja, ich hätte vielleicht den Gürtel ausge... Oder hat er einen grünen Gürtel an? Ich weiß es gerade gar nicht. Mega gut. Ja, richtig. Alter, voll geil, Leute. Sky Bator, der Tod des Zerstörers. Der hat einen grünen Gürtel? Okay. Mein Name ist Sky Bator, rechne mir den Thronfolger des Lichtkönigs. Ich frage euch zwar, wer mich begleiten wollte, zur dunklen Seite, um meine Armee zu führen. Okay, bin dabei. Ich hätte sie als weißen Wanderer eingestuft. Nee, wenn er sagt, er ist der Nachfolger des Lichtkönigs, dann wissen wir, was er vorhatte. Er hat auch ein Runenschwert. Ja. Oh, oh. Wollen wir weitergehen? Ich glaube, ja, da macht mir Angst. Ja. Next. Zoodirektor Nilfisk. Road to Peace. Ach, Dr. Strange! Benjamin Strange, Dr. Strange ist das! Dr. Strange! Natürlich, ey! Lol, wirklich? Ja! Kraft, holy
fuck, ist das gut. Ja, plus nice. Ja, geil. Der Kragen, gell? Der Kragen hat's rausgerissen, ja. Der hat nämlich seinen fucking Kragen, der Dr. Strange. Ja, die Friese und der... Ja, perfekt. Hey Leute, ihr habt das so gut gemacht. Lusano, der Entdeckerfuchsi. Da war ein Panda. Mhm. Was ist das? Ich weiß nicht. Ein Ninja Turtle? Meint? Ja, mit Sicherheit, oder? Ninja Turtle? Ja, mit Sicherheit. Soll ich dich küssen? Ja, bitte. Also, wäre ich jetzt so, wär so das Einzige, Arrow? Was mir so eingefallen ist. Na, Arrow hat aber noch einen Bogen und... Sonst, meint er, soll Arrow sein? Green Lantern? Holy shit. Das war ein bisschen creepy. Ja, ist halt schwer, weil es ein Panda ist wahrscheinlich, ne? Blick schwer, weil ja, es ein Panda ist. Es ist ja ein Kriegerband, der konnte jetzt auch zum Beispiel den Blick von Sargeras da machen. Ja, Lusano, was bist du? Na, Froschkönig habe ich gedacht wegen dem Küssen, aber der Froschkönig wird ja geküsst und küsst ja nicht selber. Dann müsste er mich fragen, ob ich ihn küssen will. Hulk? Safe? Hm. Also, Lusano, was ist es? Bitte löse auf. Ivy? Poison Ivy. Okay, Genderband, Poison Ivy. Ja, das kommt hin. Den kenne ich nicht. Uma Thurman, aller Batman-Film. Alter, hab ich ge... Oh. Einfach geiler Film, Mann. Okay, Poison Ivy. Dann next. Nachtelf... Nachtherr, Aragorn. Schreider. Super Schurke. Der zu bestimmen ist, die Horde zu vernichten. Nice. Das reicht mir schon. Das reicht mir schon. Horde vernichten, ja. Safe. Horde vernichten, safe, ja. Herzlichen Glückwunsch. Scheiß Horde. Also ein eigener Super Schurke, oder? Aber auch ja. Ziemlich cool, ja? Mit den ganzen, die Schultern und der Kopf und so, wie es zusammenpasst. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Oh Gott. Das war zu tief ins Glas geguckt. Okay, dann Marixus der Furchtlose. Oh lol. Ist das Hellboy? Ist es Hellboy, oder? Der Kopf ist Hellboy. Ich habe jetzt eher gedacht an... Wobei, ja, jetzt wo du sagst, ja. Ich war jetzt eher von Thor, sein Bruder. Wie hat er geheißen? Der Loki, genau. Ich würde sagen Hellboy. So rot und mit diesem Kopf und so. Der hätte so eine richtig fette Faustwaffe hätte nehmen müssen als Hellboy. Oder es ist was ganz anderes und wir kommen einfach nicht drauf. Was sagt der Chat? Diablo? What, Diablo? Ja. Ja. Bist green. Der Pinguin-Mann von Batman, der sieht komplett anders aus, Chris. Also, Marixus, erleuchte uns. Captain America. America. Chris, du bist gerade so am Trollen, gell? Ich weiß es. Ich klatsch dir mal eine, wenn wir uns sehen, Mann. Da sitzt vor dem PC und wird brunzig vor Lachen. Und danach geht er wieder Oculus. Matt Damon. Marixus, was ist es? Oder ist eine eigene Kreation? Bitte sprich. Ach, yes, Hellboy, er hat schon gesagt. Ja, nice. Sorry, Marixus, sorry. Okay, nice, das habe ich sofort erkannt. Das hast du gut gemacht. Der Kopf hat's rausgerissen, an dem habe ich es erkannt. Und weil es halt generell ein rotes Transmog war. Okay, Steps, die Furchtlose, aus Eildoch. Das ist eindeutig ein Sith. Harry Potter. Ein Sith, der hat Lichtschwerter, Fuchsi. Das ist ja wie Harry Potter. Neville Longbottom. Wie am Schluss ist Schwert aus. Neville Longbottom. Safe Call. Neville Longbottom. Blaue Schwerter, aber es sind doch rote. Es ist doch beides.
Es ist halt ein Machtnutzer. Das sind die Farben von Gryffindor. Siehst du es nicht? Nee, sehe ich ehrlich gesagt nicht, Fuxi. Doch, was haben wir, Jedi oder Sith? Oder Neville Longbottom. Steps. Sprich, was ist richtig? Wahrscheinlich ist ganz was anders. Jar Jar Binks? Ne, das glaube ich nicht. Na, Jar Jar Binks ist es nicht. Wahre Macht kommt mit beiden Seiten. Dann ist es, ich weiß. Darf Revan, Escher. Nicht darf. Es ist hier Revan-Dingsbums. Ich hätte es eher Meister Windu gesagt. Oh ja, Windu wäre auch gut, ja. Weil, weißt du, rot und blau, ne? Ist ja eigentlich lila und weiß. Ja, ich weiß, von sie. Brauchst du mir nicht erklären. Aber cool, gefällt mir. Gefällt mir gut. Weil. Moni, jetzt mein Legend. Ist das nicht. Wäre das kein Transmog für dich? Es ist Hagrid. Können wir nächstes Mal. Der nächste Transmog-Wettbewerb ist Harry Potter, okay? Okay, cool. Next. Dwalin, das Licht des Morgens. Na, das ist Aquaman. Safe. Ja. Richtig das, gut. Ja, ja, auch mit dem Ding dahinter, mit dem kleinen Fisch. Ja, richtig nice. Gleich erkannt. 10 out of 10. Yo, easy. Aber schick. Na, 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 na. Okay, dann. Ah, Tartaros ist wieder dabei. Unser Klassikspieler mit dem. Ah, das ist Superman. Das würde ich auch sagen, ja. Superman, eindeutig. Eindeutig Superman. Ja, aber sieht auch wieder geil aus. Gleich erkannt, ne? Aber mit der Locke da vorne und mit der Strähne. Ja, die Frisur ist gut. Ja. Das hast du gut gemacht, Tartaros. Das sieht echt wahnsinnig gut aus. Mhm. Die Gloves sind fancy, ja. Die passen echt. Gut. Feldsanitäterin, notice me, please. Bist du Rotkäppchen, sag mal? Hä, der, wo ich bin, ist eigentlich männlich. Ach so, okay. Kenne mich mit Superhelden nicht aus. Wie sind deine... Also eigentlich männlich. Iron Man? Meinst du? Iron Man könnte es sein. Hat der Chat geschrieben, das ist nicht meine Idee. Oder Flash, aber... wahrscheinlich eher Flash noch, würde ich sagen, als Iron Man, oder? Stimmt, so eine rote Wache, gell, aus Star Wars. Ja. Iron Man hätte eine Wache... Er hat gesagt, er kennt sich nicht so gut aus. Also muss ich auflösen, notice me. Wir schwanken zwischen Iron Man und Flash. Captain Cold. Flash, okay. Ja. Na, nice. Ja. Ja, das mit dem Blitz, ne? Das hätte ein Hinweis sein können, so ein bisschen. Ja, da haben wir ja auch wieder Tor. Einst sprach Odin. Ah ja, er legt schon los hier. Möge seine Grab. Ja, da ist nochmal ein Tor. Können bitte die beiden Tors nebeneinander stehen? Ja, bitte, das wäre cool. Könnt ihr das arrangieren, dass ihr nebeneinander steht? Ich würde es gern sehen im Vergleich. Oh ja, super, guck mal. Ah, den gleichen Hammer haben sie genommen. Den gleichen Mjölnir. Der sieht halt echt gut aus. Geil, oder? Aus verschiedenen Filmen. Das stimmt, ja. Leck, Leute, ist das gerade schön. Das glaube ich, das ist wirklich gerade der beste Transmog-Wettbewerb, ja, den ich je gemacht habe. Das macht so viel Spaß. Ja. Und ihr habt so gute Mocs. Richtig, richtig geil. Alt gegen neu. Okay, dann haben wir als nächstes P-Man oder P-Man, der Leichtgläubige. Fuck, was ist das? Cupcake Kick, why you little? Das ist eine Anspielung, aber ich kenne es, glaube ich, nicht. Vielleicht Merlin? Cupcake Kid? Das klingt nicht nach Merlin. Das klingt nach irgendwas Alice im Wunderland-mäßigem oder so, finde ich. Nee. Nochmal Dr. Strange? Kuchenmann? Ist das nicht auch Strange? Es könnte auch Dr. Strange sein, ja.
Ne, wenn alle sagen Strange. Der Kuchenmann? Was ist denn der Kuchenmann? Mein Name sagt alles. Ach, Pie-Man. Kuchenmann. Er ist der Kuchenmann. Ach so, lol. Nenn mich Homer Simpson. Ja, völlig verrückt. Der Homer Simpson hat einen Kuchenmann-Dings oder was? Ist das aus den neueren Staffeln? Das ist doch dieser Hulk. Oh, wei, Chat. Okay. Also gut. Inera, Dungeon Hell in der Wildnis. Inera. Mit verbundenen Augen. In Lack und Leder. Mit Nieten. Bin eigentlich männlich? Oh, fuck. Ich kann nicht umdenken. Eigentlich männlich. Welcher Superheld hat keine Augen? Na, Daredevil ist halt blind. Dann ist es wieder Daredevil. Und klein. Klein. Stuart Little. Beastmaster. Arrow. Arrow ist nicht klein, oder? Ant-Man? Aber Ant-Man hat Augen. Ach, die Augen sind nur verbunden wegen den DH-Augen. Okay, oh, das hat uns jetzt irre geführt. Okay. Soll nicht dazugehören. Also, okay. Dann achten wir eher mal auf das Ledermock. Männlich, klein. Ein Hobbit? Frodo? Yoda? Baumig? Was? Baumig? Groot! Ah! Chat, Allah! Ihr seid clever, Mann. Hartmut, gute Arbeit. Hallo, Richie. Und Dream of Anarchy auch, ja. Morty. Groot! Okay, ja, jetzt hat. Mit Fantasie. Klar, muss man umdenken. Holy shit. Wer ist das, Alter Jenny? Guck mal, Guardians of the Galaxy. Oh, das gucke ich. Ich wollte gerade sagen, das gucke ich heute Abend, aber wir haben ja 24 Stunden Stream. Okay. Wir können es schon anschauen, ja? Nee, können wir nicht. Dann next. Komm, Fuxi. Wo bist du denn? Also hier drüben. Wir haben... Nicht im Ernst, Katniss, die unaufhaltbare Macht, das ist 100 pro Flash. Ich wollte es auch gerade sagen, ja. Das ist ein flashiger Flash, oh ja. Ja, das ist wirklich ein sehr flashiger Flash. Huhu, Flash, huhu. Das ist ein Omega-Flash, Easy-Flash. Ja, genau, Flash neben Flash, ein weiblicher. Mhm. Der andere war auch weiblich. Kann der andere Flash nochmal herkommen? Stellen wir nebeneinander. Die war schon ein paar Mal da, Moni. Die hat noch was vergessen. Was? Interessant. Ja, cool. Jesse Quick. Platte ist besser. Ja, glaube ich auch. Okay, nice. Ja, sehr, sehr cool. Dann haben wir Keltator der Träumer. What is er? Ein Epilepsie-Mann. Mann, Echo. Epilepsie-Mann, Echo. What the fuck ist Epilepsie-Mann? Was ist mit ihm? Props an den Kuchenmann, der nicht erkannt wurde, ja. Das ist Garen. Wer zum Teufel ist Garen? Keine Ahnung. Toilet Boy? Was labert ihr? Nicht lustig? Hä? Ich glaube, das geht gerade völlig an mir vorbei. Garen ist ein LOL-Champ. Achso. LOL, stimmt. Der hat auch der Zolli mal so gern gespielt. Tanze für einen kleinen Geldbetrag. Bist du von meinem Server? Ah ja, du bist aus der Boom Crew. Du bist bei mir in der Gilde. Handeln. Tanz, Baby. Yeah. Ja. Gute Show auf jeden Fall.
Staying alive, staying alive. Fleckenbrush recht. Okay, dann next. Omega Max, die unaufhaltbare Macht, ist auch Superman. Easy Superman. Und er hat sogar Kryptonit dabei. Ist ein Vogel, ja. Okay. Ach, geil. Ja, wie geil ist denn das mit dem Kryptonit? Und auch hier können bitte beide Supermans nebeneinander stehen. Ja, bitte. Keine roten Hände. Oh, oh. Wo ist Superman? Oh, Leute, da kommt. Oh, Leute, wie er angesprungen kam. Oh, eins zu. Oh, nice. Oh, das ist heftig. Die Frisur ist halt. Das Gesicht und so ist genau das gleiche, ne? Das Gesicht nicht, aber die Frisur. Geil, Alter. Echt geil. Links ist besser. Rechts. Da scheiden sich die Geister, hä? Da werden wir uns wohl nicht einig. Ja, sehr, sehr cool. Wie Ben sich aufregt. Komisch, wer könnte wohl der rechte Superman sein? Was ist los? Träumer. Ben explodiert gleich. Kai Ruhestein. Get out of here! Ist Ben online, Muni? Mach Ben mit. Ja, das ist Ben. Was? Omega Mains? Ja. Das ist Ben. Ja. Oh, lol. Siehst du doch, wie er sich aufregt im Chat. Ach so. Okay, dann haben wir Onyx ist die Ehrenhafte mit Arrow als ja, Pet. Ich hab's auch gesagt, ja, dass es ja. Arrow ist. Safe. Weiblicher ja. Arrow. Also erkennt man auch gut, ja. Hätte man jetzt auch ohne Pet erkannt. Ja. Ich finde die Mütze ist super, der Bogen mit den grünen Pfeilen, ist gut. Ist gut. Top. Haben wir da noch was, oder? Düster Schnabel, Junge, das ist meins. Dann was haben wir Krachbum. Kiki. Krachbum, Kiki. Das ist Catwoman. Das, was? Wait a minute. Ich wollte gerade sagen, das ist He-Man. Ist das Catwoman? Das ist Catwoman. Das ist Catwoman. Safe, Cole. Safe. Okay. Catwoman. Hätte ich aber so. Eine sexy Catwoman, ja. Sie redet. Catwoman! Nice Catwoman! Good job, Fuchsi. Good job. Das ist mal alle knapps Höschen, gell? Ah ja. Mhm. So, dann haben wir hier Friedensbewahrer Gamir. Das ist nochmal eine Wonder Woman, ha? Genau. Okay, alle Wonder Womans bitte antreten. Alle Wonder Womans zu der Treppe. Kommen Sie. Alle Wonder Womans. Yoruichi? Was? Hallo, Kolchi. What's up? Da haben wir alle drei Wonder Womans. Guck mal. Das ist geil. Ja. Ups. Hey Leute, wirklich nice Transmo. Elitebuhne. Hey, Lulu. Hi. Vielen Dank für deinen Resub. Dankeschön. Eigentlich ist ein Resub. Danke. Für Twitch Prime. Dankeschön. Mitte. Hey, aber Mitte. Voll gut. Wirklich. Da kann man sich gerade entscheiden, ne? Na, ich würde alle drei mitnehmen. Okay, next. Vibesbild, leckt der clevere Name. Vibesbild, die verrückte Katzenlady. Ist das nochmal eine Catwoman? Ja. Ich glaub's auch, ja. An den Tag, an dem ich starb, ein Todesanzeige gegeben, ein gewöhnliches Leben, gewöhnliche Frauen. Anzeigen, mein Todestag gleichzeitig der Tag. Holy shit. Geht voll Roleplay. Geht voll Roleplay in Catwoman-Dings. Können wir die andere Catwoman hier gerade noch daneben stellen, bitte? Ich habe noch mehr gehabt, oder? Haben wir noch eine gehabt? Nee, ich glaube, wir hatten erst zwei Catwomans. Das eine am Anfang war kein. Und sie hat ja sogar eine an der Leine. Midnight Junior. Alter, heftig. Aber ist cool. Ja. Wir machen ab sofort viel mehr Transmog-Wettbewerber mit Thema, Leute. I like this. I like this a lot. I like this. I like this. Okay. Okay.
Okay. Du bist keine Catwoman. Gehst du wieder auf deinen Platz, bitte? Herr Träumer? dann haben wir Danger Dan. Auch als Aquaman. Oh! Ja. Das ist aber auch nicht schlecht. Stupid Powers, das, ey. Kann der andere Aquaman, der Zwerg Aquaman, bitte noch dazukommen? Boah, aber der Aquaman, der ist richtig gut. Der ist richtig gut. Oh, schau ihn dir an. Oh. Nice, der kommt. Sick, Bro. Wie sie beide den Fisch haben. Für die beiden gut. Der Zwerg Aquaman guckt so ein bisschen neidisch, weil der andere ein bisschen größer ist. Das stimmt, und muskulöser. Und einer Blubberblasen hat. Vielleicht ist der Aquaman noch in der Ausbildung. Cool, Mann. Absolut cool. Genau. Ah. Das ist natürlich das, ist das beste Transmog hier, was man haben kann. Okay, das sind wir am Anfang. Nice. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir überhaupt einen Gewinner suchen, Leute? Das war jetzt auch meine Frage. Weil es sind so viele Gute. Sollen wir überhaupt einen Gewinner suchen oder lassen wir es einfach so stehen? Weil ich finde, es waren mega die Guten. Es waren mega die guten Sachen dabei. Ich bin selben Gewinner. Gell, ich würde auch sagen, wir lassen es einfach so. Top 5? Nee, nix Top 5. Ich find aber auch, dass da alle super gut waren. Jenny, die alte Batman. Gruppenfoto? Schaffen wir das? Leute, packt alle eure Pets weg. Keine Mounts, keine Pets. Alles wegpacken, was ihr habt. Kein Regenbogen. Nur Transmog. Packt mal alles weg und dann stellt euch bitte hier auf die Treppe. Schön. Am besten auch alle nebeneinander, die zusammengehören. Alle Thors nebeneinander, alle Wonder Womans. Kriegen wir das hin? So organisatorisch? Das wäre echt cool. Oh, die Namen. Moment, ich soll die Namen ausblenden? Muss halt ausblenden, ja. Fuck, wie blende ich die Namen aus? Mit Steuerung. Achso, nee, doch nicht. Das war Lebensbalken. Ne, das sind die freundlichen. Das muss ich, glaube ich, im Menü machen, ne? Interface, Namen, Anzeige, Namen. Freundliche Spieler. Haha, oh. Freundliche Spieler. Zack. Finger war im Eimer, der ist immer nur im Eimer, Keuchi. Kapselriss. Ich kann immer nicht so ganz strecken und abwinkeln. Leider. What the fuck, der Ben? Ben, stell dich mal dazwischen, Engel. Ben, stell dich mal zu deinem Superman. Wo ist denn Superman, Ben? Ja, genau, ja. So ist es richtig, Ben. Kann mal, Groot, geh mal auf die Treppe, bitte. Du sitzt da so abseits, ich krieg dich nicht ganz drauf. Groot, bitte noch, da vorne ist noch so eine schöne Lücke. Einfach noch schnell auf die Treppe. Oh, Leg und Jenny da links auf dem Ding als Batman, guck mal. Oh, Guys, das ist so super. Das müssen wir, das twittern wir an Blizzard. Das sollen die retweeten, das ist mir scheißegal. Das müssen die für mich machen. Das ist so... Benjamin Brode, Mann, was ist mit dir? Jetzt kommt er da unten, oder? Okay. Cool, Leute. Vielen, vielen Dank. Das war sowas von beeindruckend. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. War echt mega toll. Vielen Dank für eure Mühe, die ihr euch gemacht habt und für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Richtig, sehr, sehr cool. Richtig nice. Waren so gute Dinger dabei. Vor allem unsere drei Wonder Womans. Die Thors. Batman. Arrow. Wir haben sie alle gehabt. Die Aquamans. Der Daredevil war auch sick. Twitch Prime, by the way. Danke euch fürs Mitmachen, Leute. Stimmt, der Asterix. Richtig, richtig nice. Alle top.